Schau mal, viel gleich. Ah, kein Wasser. Gibt's doch nicht hier. Der sieht hier aus, wie ich mich fühle hier. Mit dir, ja. Wie geht's dir? Gut, und selbst? Auch gut. Heute willst du es zerstören hier, oder was? Heute abreißen mit unseren super, super, super 293 PS. Ja, du sagst ja vom Gefühl her ist mehr jetzt, ne? Vom Gefühl her, aber du weißt doch, ich hatte schon sehr oft Gefühle. Hast du poliert? Ja, ich hatte ein bisschen poliert. Ja, mehr, oder? Ja. Jetzt geht er da. Weil der Zugbücher war da, hat sich den ein bisschen angeschaut. Ja? Ja. Und was sagt er? Nein. Ach, dazu kommen wir noch. Machen wir bestimmt noch ein Video. Man lacht, oder? Was lachst du? Kennst du das nicht? Was ist los? Der Typ sagt nein. Nein, kenn ich nicht. Welcher Typ sagt denn nein heutzutage? Alle sagen nur ja. Der mit dir macht mich immer fertig hier. Mit dir brauchst du Hilfe? Ach, zum Glück. Hätte ich auch nicht gemacht. Ich weiß ja nicht, ob ihr mich seht. Ihr wisst ja, meine Kamera ist kaputt. Aber letztes Mal habt ihr mich auch gesehen. Das ist das Gute. Hoschke ist bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute ist eigentlich das Finale. Wir wollen einfach messen, was jetzt diese kleinen Veränderungen gebracht haben. Die Auspuffanlage, wir haben ein Luftmassenmesser geändert und natürlich jede Menge Software-Update gemacht. Ich habe die ganze Woche damit verbracht, jeden Abend Blockfahrten zu machen. Und der Mietje sagt schon, wir sind bereit. So, mal gucken, ob ich multitaskingfähig bin. Ich muss da drauf. Ist das gut mit dir? Ja, ja, komm, von da sagt er, ja, ja. Guck doch mal richtig. Viele Leute fragen mir mal, ey Jonas, geht die Motorhaube zu? Die geht zu. Bisschen noch sauber gemacht, bisschen poliert, neue Schläuche, wobei diese Schläuche leider doch nichts gebracht haben. Die sind eigentlich so fest, aber die drückt er trotzdem zusammen. Das ist krass. Massenmesser neu gemacht, das ist der von AS4. Ja. Ich habe einen neuen Luftfilter. Also der ist auch neu. Sieht so ähnlich aus wie der alte, ne? Aber viel dünnerer Stoff, ne? Hast du einen Socken genommen oder Strumpfhose? Das sage ich dir nicht. Man darf ja nicht alles verraten. Betriebsgeheimnisse. Also hier habe ich einmal geschweißt, ist dann hier fest und dann einmal hier zu. Das heißt, das Ding ist richtig fest. Ja, ja. Kompletter Rahmen. Ja, ja, das ist kompletter Rahmen wieder, also das ist richtig stabil, weil viele nicht wissen, das ist alles Aluminium hier, ne? Das ist 1 mm Blech hier. Ganz dünn und weich. Ja. Ich sag mal, 293 ist jetzt top. Also poliert sieht es auf jeden Fall schon mal noch ein bisschen besser aus, ne? Ja, hast du das mit Hand gemacht, oder was? Ja. Handarbeit? Ja. Du hast aber Motivation, ne? Ja, ich hätte Bock gehabt. Nee, unten nicht, ne? Nicht den ganzen Kühler, oder? Nein, bisschen, da war ich noch bis zum Kühler, ne? Bis zum Kühler habe ich das nur gemacht. Ja, so viel Motivation hatte ich auch noch. Ich habe gerade auch gesehen, wenn die Haube zugeschimmert, das polierte dann. Ja, das ist geil, ne? Warte, ich zeig euch das mal jetzt. Das wollte ich auch haben, deswegen habe ich die ja noch mehr auseinandergenommen. Weißt du, warum ich das so gemacht habe mit dir? Damit die hier auch noch mal kühlen. Das heißt, dieses komplette Rohr kühlt auch noch mal. 10 Grad über Außentemperatur oder so Umgebungstemperatur? 20 Grad. Nicht. 25. Nee, so viel war das nicht. Bei dem letzten? Ja, ja, wir hatten doch hier drin, wenn ich mich richtig erinnere, 25 Grad. 25 Grad. Und 32 Grad Ladeluftemperatur. Das sind 7 Grad Differenz. 27 Grad. 27 sogar? Ist 27 ja, das war ja, das wäre fast nichts. Also, das willst du ja noch mehr kühlen. Das ist ja fast dieselbe Temperatur wie hier drin. Also. Ich sag dir, ich bin ja mit 0 Grad gefahren. Ich werde ja beschleunigt, das ist nicht normal. Also bei 0 Grad Außentemperatur hast du 0 Grad Ansaugtemperatur. Ja, dann quatschen wir auch gar nicht groß mehr rum, dann messen wir direkt mal, oder? Ja. Ja, ich habe jetzt nur diesen Kompensationslauf gemacht, ja, um neuen Update messen. Von 25,88 auf, also ist die Moi, die
Es geht um die Verlustleistung halt einfach, ne? Ja, wenden das jetzt an. Ich verstehe Bahnhof. Die Verluste werden halt rausgerollt. Das ist halt normal, die werden jetzt mit uns auch zugezogen. Das ist noch nicht nur die, das ist halt üblicherweise bei, ja, ich sag jetzt mal, Eltern oder ganz üblichen Pushen, dass man das macht und direkt anschließend nach dem Verlustleistung macht, das machen wir auch. Ja. Weil wir müssen halt vorher noch bis 120 km halt von uns einmal mit rund und letztendlich die Leistung kompensieren. Aber das ist einfach ein Beispiel, weil die Rollen sind ja am Ende nicht wichtig. Ja. Die sind aber schwer, müssen auch die schweren sind und die großen und so weiter. Das kann man also, das ist hier drin. Aber die Räder, die können sich auch unterscheiden. Also, das heißt, wenn du einfach drauf machst, dann wirst du sicher auch mal einen Verlust haben. Machst du das auch jetzt, siehst du, dass das jetzt irgendwann mal 2 cm nach links ist, dass du nicht mal schräg aufsteht, dass man einen Verlust haben. Und um das genauer ermitteln zu können und am Ende genau Motorleistung ermitteln zu können, machen wir das jetzt vorher. Dann zu ja, das macht er auf jeden Fall. Ja, das macht er auch. Aber, er weiß, dass ich hier gerade leide und warte. Und dann erzählt er mir noch die ganze Ingenieurik hier von diesem Teil hier. Mit dir! Ja, ich will wissen, wie viel PS ich habe! Wir sind da jetzt so weit gebrochen. Oh. Jetzt, ihr könnt mich jetzt alles fragen hier ich, über Verlust und so. Ingenieur. Ja, ich wollte wir haben die ganze Zeit gemessen. Die letzte Messung war ja 293, dann haben wir 266, 255, 266 und haben gesagt, ganze Zeit, was ist hier los? Warum hat er auf einmal so weniger Leistung? Und jetzt sehen wir hier Rauchmotorhaube, Motorschaden. Achtet mal. Der war nicht gespannt die ganze Zeit. Der ist irgendwann rausgeflogen, ich habe es auch nicht gesehen. Das Geile ist, ein Wunder, dass er überhaupt läuft. Läuft der muss hochkommen. Aber warum ist der darüber, ja? Ach, die Rolle, guck mal, die Rolle ist auseinandergebrochen. Ja. Da fehlt ja die Hälfte. Und deswegen haben wir keine volle Leistung. Ah, mein Gott. Und ich dachte schon, was ist denn jetzt wieder los? Ja, der hat hier schon einen kleinen Herzinfarkt. Ja, aber das ist jetzt. Das hat für ein Jahr deines Lebens gekostet. Ja, mit dir weißt du doch die Geschichte mit dem R32, was du mir erzählt hast? Wo du 50 PS mehr rausgeholt hast, wo der Flachriemen einfach durchgerutscht ist, wo du das nicht gehört hast bei Volllast. Der ist die ganze Zeit so gelaufen. Achte mal. Der ist so gelaufen. Auf der halben Moment. Oh mein Gott. Okay. Vergiss es! Vergiss es! Wir brauchen die Messung gar nicht bewerten. Ne, weil es kann ja nicht so extrem schlechter sein. Also, unter den Umständen ist das auf jeden Fall. Das geht einfach nicht. Ne, ihr seht ja, das Ding springt. Und seit wann das so ist, kann ich euch nicht sagen. Das Komische, der läuft! Naja, läuft nicht mal schlecht. Also. Heute läuft alles schief. Wir wollten eigentlich jetzt los, dann haben wir gesehen. Kühlmittel. Ja. Jetzt schleift der Regen die ganze Zeit über die Wasserrolle. Wenn man sich die Kurve anguckt, so jetzt noch rein. Also klar, wir haben jetzt einen höheren Wert erwartet, ist jetzt ein bisschen niedriger ausgefallen, aber Kurve sieht fantastisch aus. Also normalerweise, wenn auch nur irgendeine Scheiße mit dem Motor nicht in Ordnung ist, du siehst, die Kurve sieht sofort scheiße aus. Immer so. Aber bis jetzt sieht die super aus. Ja. Ne? Ja. Aber trotzdem, da sind noch 265 PS. Und konstant sogar. Also die Messungen sind ja alle fast identisch. Ja, also ich muss das Auto jetzt hier lassen. Ach, mit dir, wir können ja so lange, bis ich abgeholt werde. Ich kann das jetzt 2 Minuten abbauen. So, ja, der Mitty hat das schön gesagt. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Hier darf ich einen Schraubenzieher von dir nehmen. Ah, oh, ist ein 7er hier. Schon der dreckigste sollte 7er sein. Ja, alle sauber, das ist das Problem. Du arbeitest ja nicht hier. Das nennst du dreckig? Ja, Junge. Bruder, du hast noch nichts Dreckiges gesehen. Saubere Werkstatt. Ja. Jetzt haut er auf hier. Ja, ich baue das mal schnell auseinander und dann sehen wir uns gleich. Ihr seht, wie der kaputt gegangen ist. Jetzt müssen wir diese Rolle finden. Wasserschlauch schnell erneuern. Und wo wir ja echt diese 266 PS hatten, da habe ich aufgehört zu drehen, weil ich erstmal heulen wollte. Aber trotzdem 266 PS und 311 Newton. Ich meine, mit einer kaputten Rolle, mit wo der nicht mal drauf war. Ich habe ja letztens einen 3 Liter gesehen, der hat nicht mal diese PS-Zahl erreicht. Ich guck mal, vielleicht baue ich den erstmal zusammen und fahre den so. Mit dem Wasser, das Gute dran, schaut euch das an hier. Angekommen in der Werkstatt, haben wir natürlich alles ausgebaut und haben nach dem Fehler gesucht. Ich dachte, der Fehler lag an mir, wegen diesen Rohren, dass der Kompressor sich sehr viel bewegt hat. Und was ist dadurch passiert? Natürlich der Riemen kaputt gegangen und so weiter. Aber nein, es lag nicht daran.
Das ist der Schwingungsdämpfer, der kaputt gegangen ist. Und ihr seht hier, der ist einfach mal auseinandergeflogen. Weil dieses Teil ist eigentlich komplett, weil die Rolle kaputt gegangen ist, das hier aufgefressen. Natürlich muss dieser Wasserschlauch das sein, zum Wärmetauscher geht. Dieser ganz lange, den man nicht bekommt und nur original beziehen kann. Ein paar Tage sind vergangen. Wasserschlauch habe ich besorgt. Habe ich den kompletten Schwingungsdämpfer besorgt. Den kriegt man auch nur komplett so, wie der steht. Mit allen neuen Schrauben und so weiter. Das ist das neue Teil. Das werden wir einbauen. Bei dem Kompressor habe ich die Dichtung erneuert. Angekommen wieder bei mit dir. Wir messen den nochmal. Der Prüfstand und das Auto sind schon fast eins. Natürlich. Ich frage mich nur noch, wann du den verkaufst. An mich. Hast du das Monster hier gesehen? Ich muss es anketten. Ey, das ist aber Hammer. Der bewegt sich jetzt keinen Millimeter nach links, keinen Millimeter nach rechts. Provisorisch hält am nächsten. Ja. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie Energie drin steckt. 266 ist zu toppen. Von 293, das waren Zeiten, ne? So schnell geht das. Kurz und schmerzlos. Einfach probieren. Oh, mit dir. Ach du mal, was für geile Handschuhe hast du denn hier? Ja, ich habe nur die besten Handschuhe. Von der Tool. Ja, wenn da jetzt der nicht da drunter wäre, wäre es perfekt. Ach komm. Ja, die Ketten, ich weiß. Ja. Provisorisch hält am längsten. So ist es. Über 2000 geht's los, ja. Alles klar. Gut. Machst du schon an? Ich mach an, ja. PS, 955 Newton. Ja, Kollege, das ist so, wenn ich drücke. Aber egal, die 332 PS nicht mit. Ganz ehrlich mit dir, 295 PS oder 94, was wir hatten. 94, ja. Es ist ja jetzt nicht weit vom Ziel verfehlt und ja. Auch wenn es ein bisschen Aufregung zwischendurch gab, man kann ja, das Auto ist ja nicht weg. Also nein, man kann ja nochmal
sich ein bisschen damit in Ruhe beschäftigen. Genau. Und ich bin mir sicher, dass man die paar PS da auf jeden Fall noch rausbekommt. Ja. Also er wird wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, nicht beständig wirklich über 300 PS abliefern, aber ich bin mir sicher, dass wir da eine Messung beisehen werden, wo die 300, also die 3 vorne stehen kann. Ja. Ja. Weil es sind halt noch 7 PS und... 6 PS. 6, ja. Nicht mal, ich glaube es waren 294,4 oder so, aber es ist nicht mehr besonders viel. Und wenn du sagst, da vorne der Leerlaufregler, der ist auch noch ein bisschen undicht, dann ist das zumindest... Was heißt undicht? Der haut noch ein bisschen was raus. Ich glaube, der Leerlaufsteller ist auch noch ein bisschen kaputt. Egal mit dir, ich danke dir trotzdem. Und ja. Ja, das war auf jeden Fall eine aufregende Geschichte mit sehr vielen Höhen, aber auch sehr vielen Tiefen. Das ist letztens, ne? Also das habt ihr im Video jetzt gesehen. Das ist schon krass. Ich bin mal gespannt, wie das im Video rüberkommt, aber hier sind schon fast Tränen geflossen teilweise. Das ist schon. Da war auch Verzweiflung auf jeden Fall da. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich nochmal, da werden wir nochmal ein bisschen reden. Mit dir, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.